komm, no risk, no fun. Was? So, hallo und herzlich willkommen zurück zur 43. Folge The Last of Us Part Nummer 2. Wir sind immer noch Abby und ich glaube, wir werden eine ganze Zeit lang Abby sein. Wir sind mit ihm hier und diesem schwangeren Mädel, ihr hier, unterwegs. Keine Ahnung, wie sie heißen. Wir haben auch einen Hund am Start. Okay. Und da kommt er, mein wunderschöner Kater. Bitte nicht über den Ton laufen, Mr. Jack. Hm? Mein Captain. Captain Jack. So, laut starten wir die nächste Folge. Meine Güte. Bubi! Tut mir leid. Alles okay? Ja. Ja. Kurbel gebrochen. Ja. Und jetzt? Abby, da. Eine Luke. Manny, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. So. Wo? Genießt du die Fahrt mit uns? Tja. Erinnere mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Ach, Kind. Hey, warum gehst du mir aus dem Weg? Das mache ich gar nicht. Komm schon, du hast der Jackson kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hat er das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Er ist zu so etwas fähig, hm? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luke kommen. Okay. Was denn für eine Luke? Hey, Abby, hilf mir da hoch. Oh. Ich habe eine Idee. Ich mag Ideen. Dann komm. Ach, Leute. Ja, hallo? Ich hab doch gedrückt. Okay. Hoch mit dir. Ich hab's. So, ziehst du mich hoch? Und, ja. Deine Idee? Sekunde. Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Ja. Okay. Aber langsam. Oh, ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Oh Gott, wir haben sie umgebracht. Das ist so strange. Man ist so im Struggle mit sich. Irgendwie. Geschafft. Ja, und nun? Los, komm hoch. Danke. Ja. Ach so. Oh Gott. Oh, jawollo. Für die ganz Langsamen. So, danke schön. Okay. Wie auch immer dein Name ist. Wir kommen der Luke näher. Mal sehen. Ach, die da! Jetzt sehe ich's auch. Dann nehmen wir uns doch die Leiter hier, oder nicht? Kann ich da vorher hier noch irgendwie hoch? Könnte ich auch. Ich glaube, müssen wir sogar. Dann komm, Amy. Nimm die Leiter. Und dann stellen wir die hier hin. Ton? Okay, der Ton ist da. Und was siehst du? Hier geht es nicht raus. Die habe ich noch nicht. Ohio! Trophäe erhalten, Bank frisch. Ach, wir müssen darüber. Okay. Ups. Dann hier hin, oder was? Ellie? Ach, Ellie. Abby. Ja. Muss ich nicht hier drüber balancieren? Was zum Teufel muss ich tun?
Ach so. Hey, schlau. Ja. Und meine Waschmaschine ist fertig. Das ist schön. Dann werde ich nochmal Wäsche aufhängen hier. Das erinnert mich an Owens Boot. An Owens Boot? Das ist ein Trainingsbuch. Geben Sie mir das Trainingsbuch. Lesen. David gegen, ach David, gegen Goliath. Eine umfassende Chronik der Gorilla-Kriegsführung. Lesen können wir heute auch nicht. Ja gut. Ich kann machen, was kann ich machen? Anzeigen. Messer anfertigen. Fertige zwei Messer an, mit denen du bei den meisten Gegnern lautlos Kills durchführen kannst. Du kannst sie auch benutzen, um dich aus dem Griff eines Klickers zu befreien. Kauf ich. Lauschmodus, Bewegungsgeschwindigkeit, falsche Taste. Was war hier? Klarheit. Atem anhalten. Okay. So, die müssen wir leider liegen lassen, die Patrönchen. Nämlich voll. Und hier ist so auch nichts mehr. Gut. Zack, zack. Zack, zack. Ach, Abby. Wohin jetzt damit? Wir müssen da rüber. Aber ich muss das ja hier irgendwo. Ich check's gerade nicht. Wartet kurz. Da oben kann ich drauf. Aber wie komme ich jetzt da drauf? I don't know. Weil ich kann es ja nicht hier rüber schwingen. Da ist ja Fläche. Ich weiß es nicht. Ich muss niesen. So. Ich habe keinen Blassen. Wohin und was ich machen soll. Beziehungsweise, wo ich das Seil jetzt hier festmachen muss, damit ich darüber komme. Und jetzt? Wirf das Seil über die Laufplanke. Doch hier rüberwerfen. Alles klar. Okay, sieht gut aus. Ich bin überfordert. Ja, so geht's. Gut. Okay. So. Na, endlich. Geh tief runter. Schlimm mit der Höhenangst? Besonders, wenn ich runtersehe. Hast du Höhenangst? Ich habe auch Höhenangst. Da sind wir. Endlich. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Manny. Da, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Hätte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders?
Nun ja, mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Das heißt, sie hier hat bei ihrem Vater gelernt, oder was? Wenn sie sagt, beste Studentin. Weil sie ist ja Wissenschaftlerin, wie wir schon wissen. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Ziemlich ruhig hier, was? Ja. Gefällt mir nicht. Gut. Wir sind fast an der Basis. Mann. Wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Das ist auf jeden Fall ein Plan, den er hat. Das lässt sich nicht bestreiten. Abstreiten? Bestreiten? Nein, abstreiten. So, ich weiß schon wieder nicht, wohin. Ich werde auf jeden Fall mal hier Ecken checken. Das ist ein Muss. Ups, ich wollte gerade sagen, da liegt aber nichts. Aber da liegt ja sehr wohl was. Haha. Oh, und eine Schere. Was kann ich denn machen? Ich kann, glaube ich, gerade nichts machen, ne? Doch. Schön, ich kann immer zwei herstellen. Ich kann maximal dann vier mit mir führen. Wo wollen wir denn zuerst hin? Ich glaube, hier können wir nicht rein, ne? Doch, da kann man rein. Wartet kurz. Ich gehe aber, glaube ich, erst hier rein. Kann ich nicht. Ich bin hier so. Ich mache mal ein Fenster kaputt. Marlene! Mein schönes katzenartiges Wesen. So. Wir finden ihm mehr einen Weg. Irgendwie. Da ist noch ein Kleberchen. Den nehme ich mit. Hallo. Ach, schon wieder eine Münze. Indiana. Und ein Zettel. Okay, interessant. Martha, der Waffenstillstand ist Geschichte, also ist es zu riskant, dass wir uns weiter hier treffen. Die Scars werden in dieses Gebiet einfallen wie die Kakerlaken. Ich habe meine Vorräte schon geholt, aber ich habe deine Waffe im Versteck gelassen, falls du sie brauchst, wenn du ankommst. Ich nehme an, die Scars werden den Safe nicht anfassen. Er ist schließlich Zeug von früher. Beknackte Freaks. Bis bald, sei vorsichtig, Paul. PS, die Kombination ist immer noch der große Gewinn. Der große Gewinn. Und wo ist der Safe? Der große Gewinn. Was Gutes? Hier könnte ein Waffenlager sein. Hört sich gut an. Nein, Friends. Wir gehen erst hier rein. Ich vermute, dass der Tresor hier drin ist. Oh, hasse ich. Wenn hier mal alle Türen verschlossen sind. Ich glaube, das Tor kann ich aber auch nicht aufmachen, ne? Und hier war keine Tür, oder? Vielleicht doch von der anderen Seite. Wieso bin ich denn so langsam? Ich komme mir so langsam vor. Nee, Leute, wir müssen da irgendwie reinkommen können. Ach, hier. Gut. So, der große Gewinn, was soll mir das denn sagen?
Ich habe keinen Blassen, was damit gemeint ist. Der große Gewinn. Nee, ich habe mein tolles Holzbrett. So schön aufgepimpt. Das war voll. Wie bin ich denn gesundheitsmäßig herkommen? Dann machen wir hier das Medikittchen. Dann kann ich das andere mitnehmen. So. Ja, was ist denn der große Gewinn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich check's nicht, Leute. Ich suche die Kombination. Der große Gewinn. Drücke beim Zielen Dreieck, um Pistolenscheindämpfer anzubringen. Warum zeigt ihr mir denn manchmal so komische Tipps? Ich weiß gerade nicht. Och Leute, ich stehe bestimmt wieder auf dem Schlauch. Da. 1738 07 1738 07 1738 07. Wir versuchen es mal. Ja, hallo. Schön. Das hat echt geklappt. Mal los. Das gefällt mir. Ist es ein Schrot? Sieht so schrotig aus. Jagdpistole. Schick. Ach, das ist die. Ach, guck mal, drei. Ganze drei Kugeln habe ich drin. Das ist natürlich schön. Gut. Nehmen wir den Rest noch mit. Oh. Ja, ist aber alles voll. So. Dann können wir jetzt endlich weitergehen, meine Lieben. Ich habe, was ich wollte. Leute. Hier runter. Okay, wir folgen den Schienen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Gefällt mir nicht. Ich weiß. Haltet die Augen offen. Können wir über die Mauer? Ich wüsste nicht wo. Was? Wo? Wer? Von den Scars oder Infizierte? Ich brauche mehr Infos, Leute. Vor allem stehst du mir im Weg. Das sind Scars. Ich sehe es schon. Gut. Würde ich sagen, auch wie den Kampf.
Ups, okay. Ah, Abby! Wo ist denn mein Wuffi? Kann er sich auch mal einschalten hier? Links von mir? Verdammt. Sag mal. Wie schlecht bin ich denn heute schon wieder? Mann! Wo ist er denn jetzt? Er rennt hier wie wahnsinnig. Wo seid ihr denn? Kennt das Depot. Sie müssen in der Nähe sein. Oh Leute, ich bin angespannt. Hier ist aber nichts mehr zum Mitnehmen. Weiß ich nicht. Guck mal, er ist völlig außer Fassung hier. Er rennt hier rum wie so ein... War hier nicht irgendwo noch eine Patrone oder habe ich die schon aufgehoben? Da hinten. Voll. Wo ist er jetzt hin? Ey, tackle mich doch nicht weg, Mann. Ich will hier lang. Da liegt Anna was. Die Axt. Die nehme ich aber. Die kann ich hier nicht so liegen lassen. Ah, hier ist er. Er macht mich wahnsinnig hier, der Typ, ja? What the heck? Wie viele seid ihr denn? Oh, oh schade. Abby! Ich bin echt dran, Leute. Ah, ich wollte doch gerade ein Medikit machen. Das ist unfair. Das sind aber echt viele, ja? Also, ich fühle mich gerade nicht so gut. Ach, guck. Aber freundlicherweise müssen wir nicht alles nochmal neu machen. Das ist doch schon mal was. Es sind wahnsinnig viele. Da hinten kommen sie nämlich alle an.
wir müssen es ein bisschen smarter machen. Am besten so schön sneaky einen nach dem anderen. Aber wo ist denn der eine jetzt? Hier lief doch eben einer rum. Vor allem, wo ist denn der Hund? Kann der nicht auch irgendwas machen? Aber ich sehe jetzt keinen mehr. Wie kann er denn noch leben, wenn ich hier eine Rauchbombe abfeuer? Oh, er lebt noch. Ich dachte, ich habe dich schön weggedenkt. Abby, pass auf! Du bist erledigt. Einfach schlecht. Ist auf der anderen Seite. Okay. Dann gehen wir auch auf die andere Seite. Das dauert schon wieder ewig, Leute. Ich weiß. Aber ich bin kein D-Zug. Es sind viele und ich möchte keinen neuen Sternrekord. Wo war denn die Axt? Hier war irgendwo eine Axt. Wo lag die denn nochmal? Mir leid, dass ich auch so ruhig bin gerade, aber ich bin hochkonzentriert. Tauschen. Sind hier noch mehr? Ach, jetzt liegt hier ein Snack. Ich habe gerade ein Medikit gemacht, verdammt. Hier war doch irgendwo eine Axt. Ah. Hier. Nee, hier ist auch keine Axt. Wo ist die Axt denn hin? Sag mal, wollt ihr mich... Da. Okay. Dann können wir weitergehen. Denn? Ach, sie wartet da hinten mit dem Hund die ganze Zeit. Wo denn? Check's nicht. Mir leid. Das meine ich ernst. Ach, da oben. Ach, verdammt. Ja, jetzt wäre Pfeil und Bogen wieder so genau meins, ne? Aber das hat die liebe Abby nicht. Ich frage mich, ob ich das bekomme mit ihr. Wäre schön. Gerade für die Scars wäre es eigentlich ganz schön.
Ich muss irgendwie an ihm da vorbei. Ich kann nämlich hier nicht durchs Gestrüpp. I don't know, Leute. Komm, no risk, no fun. Was? Ich finde dich. Wo steckst du? Ich bin hier. Hinterm Bäumchen. Ich warte auf dich. War es jetzt aber, ne? Oder? Verdammte Scheiße. War's das? Ich sehe keine mehr. Ich auch nicht. Mir nach. Auf geht's. Ich hab immer noch. Ups. Komischer Move. Ein bisschen Angst. Marlene, wo ist denn sie jetzt mit dem Hund und so? Ach, hier. Okay. Richtig spannend hier. Falsche Taste. Wir machen ihn hier direkt mal. Marlene, mein wunderschönes Mäuschen. Wir können etwas herstellen. Das machen wir auch. So. Da, wir sind fast da. Puta madre. Sie sind nah. Noch mehr oder was? Ich würde eigentlich gern einen Cut machen. Ich komme da nicht durch, da ist eine Kette. Das sehe ich da jetzt schon. Ja. Achso. Hier durch. Was ist hier los? Nein. Wir looten. Dass wir vorbeigefahren sind. Haben die Schüsse gehört. Ist natürlich cool, ne? Wenn du so einen Background hast. Und die hier schön kommen und dich erstmal safen. Das ist natürlich nett. Das lasse ich mir gerne gefallen.
würde aber gerne noch ein bisschen Moni finden. Komm, nicht so gierig, nicht so geizig hier. Soll ich jetzt hier auf dem Truck drauf? Oder ja, soll ich. Wir looten. Hier ist aber nichts. Gut. Ja, Dudes, ich danke euch. War nett. Scheiße, alles okay? Ich will's wohl überleben. Hier. Hey, zeig mal die Hand. Alle da. Alle an Bord. Mein Marlenchen ist auch da, ne? Mein Mäuschen. Mein Mäckspick. Gut. Ich weiß, wir sind fast da. Hallo. Na, was? Dein Rücken? Drück so fest du kannst, okay? Ach, mein Gott. Ich hab nichts gespürt. Hey, wir haben zwei. Er hat eine Schusswunde an der Hand. Schlecht. Fast schon ein Kompliment. Lass dir helfen. Bleib, Alice. Komm mit, hier lang. Sitz. Das war ziemlich viel Blut, oder? Muss ich schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Genau sind wir jetzt. Ich kann manchmal nicht so ganz folgen. Mit Ellie hatten wir ja auch einige Ziele hinter uns gebracht. Hey, wen haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Alice! Danke. Diese neuen Rekruten. Ich traue ihnen nicht. Danke nochmal, Leute. Warum nicht? Die haben uns noch gerade den Arsch gerettet. Oder wie sehe ich das? Was meinst du? Hm? Die sind hier seit drei Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. So, ich würde sagen, weil es einfach schon wieder 40 Minuten auf meiner Uhr steht, wir kommen hier irgendwie gefühlt nicht voran. Ne? Ich brauche gerade wieder für alles Ewigkeiten. Das tut mir auch sehr leid. Aber ja, ich bin da leider ein bisschen unbeholfen hier und da. Ich verabschiede. Keine Ahnung. Ich verabschiede mich von euch mit diesem wunderschönen Kurschke-Stück. Kurschke heißt Katze, ist russisch. Und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Tschüss, gehabt euch wohl. Share-Taste. Oh, mein Mäuschen.